Ball raus, Lucic denkt drüber nach, zieht das Foul gegen Polonara. Bisher sehr sicher, der Dreier von Fontecchio. Und Fontecchio bekommt das Foul. Es müsste sein. Ball kommt rüber, dann der Dreier und Jokic packt zu. Dahin unterm Korb und das ist normalerweise eine leichte Übung, denkst du. Aber Offensiv-Rebound für die Serben und jetzt muss er ihn nur noch reinlegen. Melli beschwert. Die Serben. 64-72, nur noch, in Anführungszeichen, nur noch 8 Punkte, es waren schon 15. Tonut, der immer wieder Energie bringt, offensiv, weil er im 1 gegen 1 schwer zu stoppen ist. 20-21, jetzt in der letzten Spielzeit. 1-3, passt! Traut er sich nicht so häufig, aber jetzt sind sie auf 3. Serbien mit mittlerweile 28 Rebounds. Seinem Einsatzwillen da vorangeht und seine Mannschaft pusht. 2 Minuten, 26 noch zu spielen. Und Micic, klar, der hat jetzt den Ball in der Hand gegen den guten Verteidiger Fontecchio. Der, und jetzt bin ich gespannt, das Foul bekommt, ja. Jokic, schwerer Wurf, Jokic macht ihn rein. Serbien wieder vorne, 18 Punkte.